Hallo. Ja, ich möchte heute mal über das Thema Gitarrenwartung sprechen und warum ich der Meinung bin, dass man auf seine Gitarre achten sollte, dass die gut eingestellt ist und sie vielleicht sogar regelmäßig zum Gitarrenbauer bringen sollte. Ja, also ich habe festgestellt, dass viele SchülerInnen von mir, die sich eine neue Gitarre kaufen, oft sind es dann die, die ganz neu anfangen, irgendwie eine Gitarre für 100, 200, 300 € nehmen. Und dass diese Gitarren dann im Regelfall nicht immer, aber oft eine sehr hohe Saitenlage haben. Das heißt, dass der Abstand zwischen Saiten und Bundstäbchen relativ hoch ist. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man die ersten Akkorde lernt, dass man die Saiten nicht teilweise einen Zentimeter runterdrücken muss. Also hätte ich persönlich hätte da keine Lust zu. Und ich meine, gerade als Anfänger, wo man noch nicht mal richtig weiß, wie das Instrument funktioniert, macht das ja noch weniger Bock, weil dann denkt man, ach du Scheiße, es ist ja unmöglich, Gitarre zu lernen, ich lasse das mal lieber. Und ich vermute mal, dass bei den Firmen, die günstige Gitarren wahrscheinlich ja auch maschinell herstellen, dass die dann an diesem letzten Quäntchen Handarbeit, was da wahrscheinlich erforderlich wäre, um die Gitarre richtig einzustellen, dass die daran sparen. Und deswegen würde ich empfehlen, wenn man sich eine neue Gitarre kauft, am besten direkt im Laden und dann die direkt da, falls die einen Gitarrenbauer haben, nachfragen, ob sie das nochmal nachrichten können, ob mal gucken können, ob da alles richtig passt, was die Saitenlage angeht und so. Also ich weiß hier der Music Store in Köln, dass man da seine Gitarre direkt nochmal hinbringen kann und die schauen da mal drüber. Das ist natürlich ein super Service, keine Werbung jetzt, ist einfach eine Erfahrung, die ich da schon mal gemacht habe. Ansonsten gibt es ein paar Tricks, wie man sich abhelfen kann. Also was ich regelmäßig mache, wenn ich merke, dass die Saitenlage zu hoch ist, ist, dass ich dünnere Saiten auf die Gitarre mache. Also zum Beispiel bei der Gitarre hier, da spiele ich entweder 12er Saiten, das ist so bei Western-Gitarren so das Standardmaß, oder ich benutze hier 11er Saiten. Aktuell habe ich 12er Saiten drauf, weil die Saitenlage war mir ein bisschen zu niedrig Anfang des Sommers. Und jetzt passt sie gut. Und es kann gut sein, dass ich im Winter wieder 11er Saiten drauf mache, weil ich habe festgestellt, dass meistens zum Winter hin die Saitenlage ein bisschen höher wird. Ne? Also das wäre ein super Tipp, dass man einfach mal dünnere Saiten drauf macht und da ein bisschen mit experimentiert. Und entgegen der landläufigen Meinung sind, glaube ich, die Klangunterschiede zumindest zwischen 11er und 12er Saiten gar nicht so groß. Ne? Ja, ein weiterer Punkt, warum man aufpassen sollte, wenn die Gitarre nicht richtig eingestellt ist und wenn die Saitenlage vielleicht zu niedrig ist, ist auch, dass die Gitarre schnarren kann. Ne? Also ich meine, man kennt das vielleicht, ich kriege es jetzt hier bei der wahrscheinlich gerade nicht hin, weil sie recht gut gerade eingestellt ist, aber man kennt das vielleicht, man schlägt einen Ton laut an, auf einmal kommt hier irgend so ein Schnarrgeräusch. Das ist, liegt meistens daran, wenn die Saitenlage zu niedrig ist und man mit einer Saite hier an irgendein Bundstäbchen dran kommt, beziehungsweise die Saite beim Schwingen immer so ein Bundstäbchen berührt und dadurch entsteht das Schnargeräusch. Da kann man dann entweder durch dickere Saiten Abhilfe schaffen, weil das die Saitenlage wieder erhöht, ne? Weil dann mehr Zug auf dem Gitarrenhals ist. Ne? Hingegen bei dünneren Saiten lässt der Zug nach und dadurch wird die Saitenlage niedriger, weil der Hals hier weiter nach hinten geht. Ja, wenn das nicht hilft, dann müsste man die Halskrümmung der Gitarre mal nachstellen lassen. Das würde ich immer bei einer Gitarrenwerkstatt machen lassen. Bei der Gitarre ist jetzt hier so ein Schraubschlüssel drin, beziehungsweise hier kann ich mit so einem Imbus rein und kann den Halsstab so ein bisschen verstellen. Ne? Kann dann so ein bisschen die Krümmung des Halses ändern. Ne? Also das wäre wohl das Mindeste, was ihr mal machen lassen solltet, mal checken lassen solltet. Einmal passt die Saitenlage. Wenn es über die Saiten nicht geht, dann kann ich hier an dem Ding arbeiten, beziehungsweise bei der E-Gitarre ist es noch einfacher, da kann man es einfach schrauben. Oder ich mache es über die Halskrümmung oder halt dünnere Saiten. Ne? Ja, ein weiterer Punkt ist, wenn ihr dann mal ein bisschen länger Gitarre spielt, vielleicht 2, 3 Jahre die Gitarre benutzt habt, dann kommt es irgendwann vielleicht zu einem Punkt, wo ihr merkt, Mensch, selbst wenn ich neue Saiten drauf gemacht habe und alles richtig eingestellt habe, manche Akkorde klingen immer noch unsauber, obwohl die Gitarre perfekt gestimmt ist. Ne? Und ja, dann wird es Zeit, die Bünde abzurichten, beziehungsweise abrichten zu lassen. Das ist nämlich so, wenn ich hier gerade an den Stellen, wo man oft spielt, hier unten, da werden die Bundstäbchen oft flach an diesen Positionen, weil die nutzen sich halt auch ab, wenn ich da mit den Saiten so drüber rutsche, vielleicht sogar Vibrato mache, aber auch einfach nur durchs normale Akkorde spielen. Ne?
Und das ist natürlich so, viele denken ja, wenn ich hier runter drücke, dann klingt ab der Stelle, wo der Finger liegt, die Saite, ist aber gar nicht so. Die Saite klingt ab der Stelle, wo sie auf dem Bundstäbchen hier liegt. Also ab hier klingt die Saite, das heißt, es ist auch deswegen egal, ob ich hier den Bund drücke oder weiter hier links, das ändert nichts am Ton, nur ja, weiter rechts ist natürlich einfacher runter zu drücken. Ne? Anders als bei einer Violine zum Beispiel oder einem Kontrabass. Ne? Da klingt wirklich die Saite ab, da wo der Finger liegt. Jetzt kann man sich aber vielleicht vorstellen, man ist natürlich darauf angewiesen, dass die Saite dann auch ziemlich mittig auf dem Bundstäbchen aufliegt, damit da ein richtig sauberer Ton erzeugt ist. Weil wenn das ein bisschen verschoben ist, dann klingt es schon unsauber. Aber genau das kann passieren, wenn die Bundstäbchen sehr flach sind, dass dann nämlich der Auflagepunkt dadurch jetzt hier ein bisschen von mir aus gesehen nach rechts rutscht. Und die Saite eigentlich erst ab dem rechten Ende des Bundstäbchens klingt, ne, weil es einfach da so platt ist. Ne, statt so eine Rundung, wo die Saite dann hier aufliegt, ist dann so platt und dann klingt die Saite halt eher ab hier. Und dann hat man genau das Problem, dass die Gitarre nicht mehr sauber klingt und auch nicht mehr sauber zu spielen ist. Ne? Das heißt, in dem Fall müssten die Bünde dann einfach mal abgerichtet werden. Also er schleift die alle ab und bringt sie alle auf eine Höhe wieder und feilt die wieder runter. Da gibt es dann so Bundfeilen für. Ne? Ja, was dann auch noch eingestellt werden muss, ist die Oktavreinheit. Ne? Das bedeutet, wenn man ein Stimmgerät an die Gitarre macht, man spielt die E-Saite und spielt nochmal hier oben die E-Saite im 12. Bund. Das müsste ja eigentlich beides ein E sein. Ne? Das müsste ein E sein, das müsste ein E sein. A-Saite und 12. Bund A-Saite müsste auch ein A sein, halt nur eine Oktave höher. Wenn man mit dem Stimmgerät merkt, Mensch, im 12. Bund ist der Ton doch ein bisschen anders als die Leerseite, dann ist die Oktavreinheit nicht mehr perfekt. Das muss dann hier über das Feilen hier hinten an der Steganlage nachjustiert werden. Oder bei einer E-Gitarre ist es auch wieder einfacher, da kann man es dann durch so Schrauben, da sind hier so Schrauben hier hinten, wo man das so einstellen kann. Da muss dieser Reiter hier so ein bisschen nach vorne oder hinten geschoben werden. Bei einer E-Gitarre kann man es sogar selber machen, wenn man Lust hat, da sich mit ein bisschen zu beschäftigen. Genau, aber bei einer Western-Gitarre ist es ein bisschen schwieriger mit dem Feilen. Ne? Ja, also das sind die Sachen, die eingestellt werden müssen. Die Halskrümmung, ne? Die Saitenlage, die Bundstäbchen müssen richtig eingestellt sein und die Oktavreinheit. Und ich möchte einfach mal generell ein Plädoyer dafür halten, dass man das machen sollte, weil im Gegensatz zu einem Auto, ne, das kannst du jedes Jahr in die Wartung bringen und nach 10 Jahren oder spätestens nach 15 ist es trotzdem, ich sag's mal so gemeint, für die Tonne, außer man hat es nur in der Garage stehen. Aber eine Gitarre, wenn die gut gewartet wird, wenn man darauf aufpasst, dann hält die ein Leben lang, ne, und man kann immer wieder die Gitarre instand setzen. Ne? Also wenn die Bünde zum Beispiel mal komplett runter sind, ne, und wenn ich die 5-6 Mal habe abrichten lassen, dann kann ich die Bundstäbchen also auch auswechseln lassen. Ne? Dann werden die hier rausgeklopft, da kommen neue rein und dann kann ich sie wieder 10, 15 Jahre benutzen, die Gitarre. Ne? Oder man macht so wie ich, habe jetzt hier auf dieser Gitarre sogar Edelstahlbünde drauf. Die sind noch ein bisschen härter als die normalen Bundstäbchen und klingen ein wenig anders, ein bisschen spitzer, sagt man. Stört mich persönlich überhaupt gar nicht. Es ist, glaube ich, nicht so beliebt, weil das für die Gitarrenbauer teilweise doch deutlich mehr Arbeit ist, die Bundstäbchen dann hier reinzuklopfen und abzurichten, also nachzuschleifen. Ich persönlich würde es aber trotz allem immer wieder machen, weil ich festgestellt habe, dass die Bünde sich dann gar nicht mehr abnutzen. Ne? Also dies habe ich jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren und die ist seitdem nicht abgerichtet worden. Ich habe es hier noch auf einer anderen Gitarre hier, meiner Telecaster. Da habe ich auch mal vor ein paar Jahren Edelstahlbünde drauf machen lassen und hatte da keine Probleme mit. Ne? Das heißt, das finde ich wirklich toll bei einer Gitarre. Ne? In einer Gesellschaft heutzutage, wo man ja auch viele Dinge vielleicht nicht so ewig benutzt, sondern regelmäßig neu kauft, gibt es doch Sachen, wenn man sich da was Ordentliches anschafft, die dann auch echt gut und lange halten und wenn man so gut pflegt für immer. Und klar, es kommen immer wieder neue Produkte raus, aber meistens sind die nicht viel besser als die Sachen, die man eh schon lange benutzt. Dann kommt ja auch noch ein nostalgischer Wert dazu und so weiter. Dazu kann ich übrigens mein Video über Equipment empfehlen. Das kann ich ja unten mal verlinken, wo ich darüber spreche, ob Equipment und die Recherche nach Equipment vielleicht nicht überbewertet ist. Ne? Also insgesamt kann man sagen, Gitarre warten lassen, weil es erhöht einfach den Spielspaß. Man hat einfach mehr Lust,
zu spielen, sich mit der Gitarre zu beschäftigen, wenn die Saiten leicht runterzudrücken sind. Und man ist immer bereit. Was ist, wenn der Nachbar klingelt oder irgendjemand anruft, hey, wir machen hier eine Party, kannst du ein bisschen Gitarre spielen? Oder vielleicht als Berufsmusiker, ne? Man wird angerufen, hey, kannst du am Wochenende einen Gig spielen? Und dann hast du hier drei Gitarren stehen, wo alle die Bünde irgendwie in den Fritten sind und keine richtig klingt, ne? Also ich wäre da lieber vorbereitet und würde das Geld lieber früher als später in die Hand nehmen. Und ja, Gitarrenbauer, die können es auch gebrauchen, ne? Kann man sich ja mal informieren, ne? Wer hier im Raum Köln einen sucht, der kann sich gerne an mich wenden. Ich kann da ein, zwei empfehlen und sonst einfach mal in Foren oder bei Bekannten rumhören, wer das macht, wer empfehlenswert ist. Und im Notfall, wenn man irgendwo wohnt, wo es keinen gibt, kann man die Gitarre auch einschicken und das von jemandem machen lassen, der es dann per Post annimmt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hier ein bisschen helfen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Vielleicht möchtest du ja auch den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, wenn du irgendwelche Ergänzungen zu dem Thema hast oder noch eine eigene Meinung dazu, dann würde mich das auch sehr interessieren, ne, wie du damit umgehst. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal.